Hallo alle miteinander, herzlich willkommen zum 13. Teil von Altis Live. Ja, beim letzten Mal hatten wir ein bisschen geguckt, was mit dem Helikopter geht, wenn wir legale Sachen machen. Wir hatten Zement und Stein gemacht, war wohl nicht so optimal, muss man zugeben. Ja, und heute setze ich mich das erste Mal ans Steuer und dann wollen wir mal gucken, was abgeht. Ja. Wohin? Frösche. Was weiß ich, keine Ahnung, lassen wir uns zerstören. Lass uns auftauchen, ich hab 100.000 einstecken. Wie, du hast 100.000 einstecken? Ja, ich hab gedacht, du hast keine Lizenz und ach so, stimmt. Stimmt, wir haben ja keine Lizenz und nichts. Es hat gerade einen Dumpfen getan, oder? Hast du das auch gehört? Nee. Ich aber. Wie hell oder dunkel ist es eigentlich? Oh, ziemlich dunkel. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfliege, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich wollte hier einfach jetzt erstmal weg. Einweil. Da hat es irgendwo eine Explosion gegeben. Da bin ich ja gerade immer ein bisschen schreckhaft, gell? Muss ich sagen. Radar ist auch was für eine Runde. Was ist denn jetzt? Warte mal, ich will nur mal gerade gucken, was das da vorne ist. Geht nichts, sonst hätte ich dir ja schon gesagt, da ist nichts irgendwie. Das ist okay, noch weit weg. Also gut, dann gib uns mal bitte den Froschsumpf. Ach du Brückenscheiße. Froschsumpf. Ja, dann fliegen wir mal in den Froschsumpf. Eigentlich die erste Tour ins Rebellengebiet, seit es Rebellengebiet ist. Vorher war es ja kein Rebellengebiet, aber illegal ist er nicht, eigentlich nicht. Frösche sammeln und Froschschenkel verkaufen kann eigentlich nicht illegal sein. Das wäre ja ein bisschen blöd, wenn man dann die Froschschenkel dann legal beim Markt verkaufen könnte. Also das ist Käse. Naja, hier auf das kleine Inselchen fix gelandet und dann wollen wir mal gucken, ja, was da abgeht. Auf geht's. Das steigen. Wie machen wir das jetzt hier? Wie muss ich denn jetzt hier Frösche fangen? Einfach mittlere Maus packen, wie Apple. Es geht natürlich extrem schnell hier. War das ein Schuss? Ich hab nichts gehört. Was war jetzt so hell? Was? Sieh nix. Oh Mann, ich kriege einen Kolle. So, Auto voll, ja? Ja. 100 sind drin. Ich glaube, ich bin jetzt auch wieder voll. Ich habe 30. Okay, dann. Ich mach auf. Teil, also. So, M. Wo ist die Froschhütte? Wie sieht's da aus? Vor der Tür lande, alles klar. Fertig, drin? Ja. 6,6 Kilometer. Tja, knappe 4 Minuten, circa 4 Minuten mit 2 Mann. Den Helikopter voll machen. 200 Laderaum, wohlgemerkt. Ist nicht viel. Frösche sammeln, geht ratzfatz. Einmal zugreifen, hast du 3 Frösche. Also da muss unten alles voller Frösche wimmeln, ganz offensichtlich. Du brauchst eigentlich nur mit den Händen runterzufassen und musst die alle in den Rucksack packen. Das ist ein ganz schönes Gewusel, aber wurscht. Deswegen fliege ich auch scheinbar so ein bisschen hibbelig hin und her, wahrscheinlich weil die Frösche hinten hin und her springen im Laderaum. So, Abbys Froschküche. Ja, da sind wir im Moment. Und jetzt wollen wir mal gucken, was geht. Ja, mal schauen. Also,
mulmig ist es doch, ne? Also, es ist, na, ist halt nun mal Rebellengebiet, ja? Hier kann dich jeder abschießen. Kräht kein Hahn nach. Okay, wollen wir mal schauen. Machst du zu? Ja, gleich den Zurückfahren. Wenn das hier dann gar nicht rumspringt. Ich brauche keine Lizenz. Weiß nicht, ob das so gut ist, wenn du wieder zurückkommst. Na gut. Ich dachte gerade, wir läuft denn da? Ach, du grüne Scheiße, da kannst du ja jetzt... Was hast denn du jetzt eigentlich gemacht? Froschschenkel? Ja. Oder LSD? Nee, Froschschenkel habe ich gemacht. Ja, ich auch. Okay. Bin ich mal gespannt. Das wird bestimmt nicht so viel geben, aber dafür hätte das Anne wahrscheinlich. Ja, dann hat er gesagt Frösche, oder? Ach ja, LSD und sowas ist viel besser. Wir brauchen Waffen und sowas. Ja, der hat Frösche gesagt, ja klar. Aber das ist hier, das sind ja auch Frösche, oder? Aber das kommt ja auch aus Frösche. Hm? Der hat die doch im Markt verkauft. Das weiß ich ja eben nicht. Der hat nur gesagt, mit Fröschen. Machst du 300 irgendwas. Alles werden wir jetzt sehen. Dann brauchen wir einen Markt. Läufst denn du rum, Mann? Ich mach mir gerade einen Kopf. Wer kommt denn da hin angelaufen? Mach mal auf, ich setz mich schon mal rein. Dann sehe ich nämlich laut Radar, ob irgendjemand in der Nähe ist. Yep. Schmeiß den Motor an. Wohin an, Markt? Mach erstmal an. Mach an, steig in die Luft, dann kannst du mir noch gucken. Ja, Zerlix hat den Kram noch fertig prozessiert. Ist halt ein bisschen blöd, wenn wir in den Laderaum nicht drankommen, ne? Also der den Schlüssel hat, der kommt an den Laderaum. Also alternativ dazu wäre auch zu sagen, Schlüssel hin und her wechseln. Könnte man auch machen, ne? Dann könnte man das eventuell zusammen machen. Ist aber eine ewige Hin- und Hertauscherei, ne? Wenn man das zum Beispiel zumindest so machen würde, dass der mit in der Gruppe ist, dann dementsprechend reagieren könnte. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir zusammen also Helikopter plus unsere Rucksäcke 160 eingenommen. Ist jetzt nicht schlecht, weil eigentlich war es nicht so sehr viel Arbeit. Trotz alledem musst du dann schon ein bisschen fliegen. Naja. Na, das war jetzt aber nicht so viel. Also ich hatte 100.000. Wie viel hast du? Wie viel hast du gesagt? Wie viel gab es eben? 60? Oder nee? Ah, ja. 160.000 oder sowas, ja.
Werkzeugkasten bei. Werkzeugkasten bei. Dann kriegst du von mir noch 50.000. Wieso? Du hast mir ja eben schon zu viel gegeben. Du hast mir ja eben 100.000 überwiesen. Ja, ich. Das ist ja auch mein Helikopter. Scheiße, und so. So. Ja. Warte mal, wo muss ich denn jetzt noch hin? Zum Bankautomat muss ich. Bankautomat ist. Hier, ich gehe davor. Ach, du bist jetzt gar nicht. Rakete, jemand anders, dass der hier steht. Okay. Sehen. Fahrt oder was? Ja. Vielleicht Angst. Der überfällt dich gleich, weil der denkt, du hast viel Geld einstecken. Oder uns. Keine Angst, Kollege. Steh dahinter, siehst du? Was ist denn los, Kollege? Hast du Angst oder was? Komm ruhig bei. Ich mach dir nix. Wollen wir weiter oder was? Da kommt der Auto. Sekunde. Die Sonne geht auf. Ist das nicht schön? Hm? Zähl ich's doch auch mal was. Was soll ich sagen? Sorry, ich war, Hey, das war doch. So, dann machen wir mal weiter, hä? Werkzeugkoffer habt ihr? Ja. So, dann machen wir mal weiter. Mach's gut, Masato. Ich muss gerade überlegen, wo wir hin müssen. Okay, ich weiß es. Ich weiß es aber. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Altes Security-Unternehmen. Silber. Das geht mir auf die Nerven. Hier laufe ich dauernd in die Falle, ey. Gibt's halt. Nee, hier steht doch, da steht er. Ich wollte schon sagen, da steht kein Helikopter. Kein Helikopter, ist keiner mehr da. Hier ist alles fort. Ist weg. So. Mach's auf. Ach nee, erstmal Fahrzeug reparieren. Fing. Kling, 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 kling. Repariere PO. P030 oder PO30 Orca. Schwarz. In weiß-blau. So. Selbstheilung. Wieso soll ich denn Selbstheilung? Nix Selbstheilung. Steh mal lieber auf. Was ist denn hier? Kalonade. Ich komm hier nicht rein. Hast du zugeschlossen oder was? Ja, ich hab Angst. Komm, mach auf. Nee. Was ich kann rein. Die überfallen mich da. Hä? Was ist jetzt? Kommst du jetzt rein oder was? Mann, oh Mann. Haben das ganze Dorf hier niedergeschossen, scheinbar. Wo
fliegen wir denn eigentlich hin? Keine Ahnung. Und das war jetzt auch nicht so lohnend, ne? Naja, so schlecht war es nicht, aber naja, es war auch nicht der Kracher. Also haben wir uns überlegt, was tun, sprach Zeus. Nochmal Frösche? Wir haben uns dann hier oben fürs Rebellencamp entschieden, mal dahin zu fliegen, denn die Rebellenausrüstung brauche ich noch. Zerlix hat die schon. Da oben gibt's Waffen und so weiter und so fort. Naja, also sind wir mal in den Sonnenaufgang geflogen, ne? Beziehungsweise die Sonne war ja schon aufgegangen. Also, man sieht's ja hier, ist ja hell, ne? Ja, aber ganz offensichtlich bin ich über den Tellerrand hinausgeflogen, denn da oben musste ich im Stockdunklen landen, weil, ja, Sonne weg. Noch ein bisschen zur Seite. So. And then we can landing. The eagle is landing. Ist hier irgendwas mit irgendwelchen Strommasten? Nein. Ein bisschen weiter nach rechts vielleicht. Komm runter, komm. Ey, komm. Was ist er denn? Ah, eben ist er. Mach zu die Kiste. Hab ich, hab ich. Was hat er denn so, der Kollege? Mit dem gar nicht schwer, der will gar nichts von mir. Dann kommen wir hierher. Oh, hast gar kein Geld einstecken, gell? Nee, hab ich aber eben gesagt. Ach nee, der hat, ach so, ist ja, egal, da gibt's ja einen Bankier, der macht auch Bankgeschäfte. Ah, ATM, ATM. Rebellentraining, Banking Insurance. Rebellentraining musst du dir besorgen machen. Was hat das gekostet? Weiß ich nicht, guck mal, das ist doch dasselbe, der verkauft besser auch. 75. 75.000 abheben, schließen, Rebellentraining. Ah, jetzt kann man hier in den Rebel Clothing Shop. Und einen Rebel Shop gibt's da. Aber diese Kleidung ist wohl auch illegal. Ja, das. Das weiß ich nicht, da bin ich nicht ganz sicher. Da müssen wir mal in der Regel nachlesen. Das ist auch ziemlich teuer, siehst du ja, gell? Die Suicide West. Hier. Ja, voll eingewickelt. Der Apparat. Jetzt wird der Tag. Okay. Im Weaponshop, was gibt's da so? Ich auch gerade. Ich kauf mir auch gerade ein Pistolen mal wieder. Ich hab noch keine Dings, obwohl das ist sowieso illegal hier, das Zeug, gell? Nee, Pistolen sind legal. Ja, aber ich brauche erstmal eine Firearm-Lizenz. Habe ich das Ding jetzt gekauft oder was? Wann jetzt? Oder sieht das nur bei mir so komisch aus? Kannst du nicht sagen? Irgendwie schwarz bin ich komplett in schwarz. Nö, du hast deinen normalen Klamotten an. Okay, alles klar. Das ist dann auch wieder so ein Anzeigefehler. Und hier gibt es die Autos von der Rebelle.
Guck mal, da gibt es einen N9 Hemmingwert. Der kostet eine halbe Million. Was, wo bist du denn? Bei der Ach, hier bei dem anderen jetzt da. Mal sinken. Offroader, das ist ja alles noch normal. Hummingbird 487, ja, das ist so ein kleiner, ne? So gut, ich wollte nochmal gucken, ich wollte dir mal zeigen halt. Ja, schön. Gut zu wissen. Ja, da kann man sich ja dann, ich muss mir eine Firearm-Lizenz auch mal kaufen jetzt. Ich muss gerade mal unter der Regel gucken, wie das mit den Klamotten ist. Illegal. Illegales. Steht da eigentlich nicht, da stehen nur Waffen und Fahrzeuge. Ja, das wäre ja auch bescheuert, oder? Ja, dann kaufe ich mir doch mal einen schönen Anzug. Oder? Man könnte sich mal, ich will da nicht zu sehr, hier. Das kommt nicht schlecht hier. Was denn für ein? Guerilla Kittel oder Leder ist dasselbe, oder? Ja, Guerilla Kittel. Ja, der Preis ist 10.000 Unterschied. Ich nehme einen Kittel. Ich erst nochmal auf die Bank. Achso, haben wir ja hier gerade. Ich bin mal gespannt, ob wir von der Polizei angehen. Ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, es wäre illegal oder bekommt Schwierigkeiten mit der Polizei. Naja, dann auch. Aber viel kann ja nicht passieren. Was soll denn passieren? Im Notfall, warte mal, ich will mal gucken, was es noch gibt hier. Außer so ein Anzug. Was soll es denn noch geben? Du kannst einen Helm kannst du auch hier anziehen, aber. Ein Hut vielleicht noch oder so. Ein Hut, ja. Oder. Die Militärmütze sieht doch ganz nett aus. Also ein Schemack, das ist auf jeden Fall nichts. Ich will mir den Kopf ein. Eine Militärmütze, das ist eventuell okay, ja. Mit Headset, eingebautem Headset, guck. Ja. Hier noch eine Sonnenbrille, ne? Aber ich denke, die Sonnenbrille, die sind normal, oder? Das sind die normalen, die... Kaufe ich mir mal einen hier in Rebel Clothing Shop und dann kaufe ich mir noch einen Suicide-Gürtel. Weste. Suicide-Weste. Oh, die kosten eine halbe Million, was für ein Schwachsinn. Einsatz-Patronengurt. Coyote. Nee, das war nicht. Weil die Hauen, die verschwinden ja auch, gell? Hm? Die Dinger, die Westen verschwinden ja auch. Ja, ja. Dafür sind die mir zu teuer dann. Nee, das werde ich noch nicht machen. Hier, das ist doch in Ordnung. Sind da, da. Oh. Ah, genau. Z. Sync Data. Please wait up to 20 seconds before leaving. So, Freunde. Wo jetzt hin? Wo kriegen wir denn eine Firearm-Lizenz? Ich glaube beim Waffenverkäufer, oder? Ist das doch mittlerweile so. Waffenhändler. Oder erst beim Lizenzhändler. Ja, der Waffenladen und die Lizenzen sind in Zavos unten nah beieinander. Oder haben wir hier oben nochmal irgendwo einen Waffenladen? Doch hier. Direkt um die Ecke. Wo sind wir eigentlich jetzt?
Da fliegt doch da unten hin. Da ist auch wenig los und ein Geldautomat gibt es da auch. Nee. Doch. Ei, gut, dann halten wir hier. Ja, ich könnte ja jetzt noch Geld mitnehmen, obwohl. Naja, kostet mir nichts und dann wär's das. Na, komm her. Ist egal, mach's da die Kiste an hier. Mir auch schon viel gefährlicher. Gleich werden wir nämlich die Kabotte ausziehen und bekommen Tickets für 15.000. Da und laufen mit ohne Hose darum. Der Sprit ist halb leer. Oder halb voll. Naja, halb. Sollten wir uns auch jetzt zwei schwere MGs besorgen, die sind immer mit der Pfanne. Bin ich dran vorbeigeflogen? Nö, wo ist mein Marker? Also, bitte ziel, bitte stand. Hier irgendwo landen. Oder im Blättchen. Oh, genau, da ist er wohl geschlagen. Nicht auf dem Sportplatz, oder? Da wird es. Da wird hier nicht landen. Wo will ich nicht landen? Diesen Sportplatz oder was das wäre da vorne. Nee. Ja, das nee, ich guck nur gerade, wo der Waffenladen ist. Und da in der Nähe werde ich landen. Der Waffenladen ist da unten normalerweise. Sorry, ich habe nur die Bank und alles. Da schließe ich den ab, was soll passieren. Nördlich von der Lizenz ist ein Feld. Genau auf dem Dreieck da wollte ich parken. Ja, okay. Da ist aber irgendwas da unten. Was ist da unten? Keine Ahnung, das ist. Ist das ein Zaun oder was? Steinmauer, ja. Ja, ja. Eine Mauerchen. Wieder mal das Fahrwerk zerschreddert. Also muss ich mir gleich nochmal einen Werkzeugkasten mitbringen. Komischerweise beim Anfang war das immer so. Selbstheilung kann ich mal. Das hat mich gerade fast 10% Leben gekostet. Hast du zugeschlossen? Ja. Ist er rot oder ist er noch gelb? Rot. Oh. Waffen da direkt hier geradeaus. Wo bist du? Hier. Hier ist gut. Hier ist cool. Ich weiß nicht, wo du bist. Ohne Weg zum Waffenladen. Ich laufe so langsam irgendwie so. Was hast du für eine gekauft? Den Revolver, diese Glock 45er, ja? Rock. Zweite. Rock 40 gibt's hier. Moment, mal gucken. HCP C245. Oh, die. Okay. 85. 9. Plus. Wie viel zwei Magazine. 45 ACP. Ja, die unten drunter, ne? Ja, genau. Kostet ja nichts, 25 oder sowas. Das Ganze musste ich jetzt in den Rucksack stecken, ja? Beziehungsweise müsste mir so ein Holster irgendwie kaufen. Ne?
Ich wüsste nicht, wo so ein Holz hier gibt. Hier finde ich nirgendwo eins. Doch, das habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Ich habe doch hier letztens gerade einen Revolverholster gehabt. Supermarkt? Einkaufszentrum, glaube ich, ja. Hier ist doch eins, ne? Gucken wir mal. Aber da hole ich mir auch noch erst eins. Vielleicht hält das ja dann. Kann ich die Waffe auch weglegen, bitte? Hallo? Oh Mann, jetzt geht der da mit rein. Was war nochmal Inventar? I, gell? G. Ja. Tab ist das. Bei dir. Wieso habe ich ein Firma Guerilla Kittel 1 in meinem Rucksack? Boah, was hast du getan? Das war ich mich auch gerade. Naja, wirfst du raus, ne? Kannst du eh nicht gebrauchen mehr. Nehmen dir nur Platz weg. Ich weiß aber nicht, ich habe die nicht viermal gekauft. Blödsinn, Käse. Ich habe mir die angeguckt vielleicht, ja. Aber mehr auch nicht. Angeguckt habe ich mir die auch, ja. Ah ja, die Supermarkt gibt es ja hier nicht, ne? Müssen wir eh woanders hin. Ah, oh, wie viel Wasser hast du noch? Oh, so. Müssen wir noch eh holen, oder? Was? Meinst du, wir kommen hier überhaupt noch mal weg? Ich kann nicht einsteigen. Meinst du, wir kommen hier heil weg mit dem kaputten Ding da? Das ist jetzt die Frage, ja. Schauen wir mal. Normalerweise müsste der ja abheben, oder? Dürfte hier kein Problem darstellen. Muss nur ganz vorsichtig wieder aufsetzen. Ist das mit dem Wasser jetzt so dringend? Nee, ich habe 45. Aber du solltest noch eine mehr einstecken haben. Ja, ich habe auch noch eine. Ich frage nur, ob ich sie dir jetzt sofort geben soll oder was. Das kannst du doch direkt machen. Achso, okay. Gehen wir gerade rein. Eine Wasserflasche. Benutzen. Einmal schinken. Benutzen. Alles wieder im Lot. So. Wo wollten wir hin? Irgendwo, wo es Werkzeugkiste gibt. Und ja, da wollten wir auch noch Holster gucken. Holster. Können wir das, wenn es geht, in eine kleinere Stadt machen, wenn es das möglich ist? Ach egal, machen wir wieder den. Ja, ich suche eins schon. Wo ist eins? Kleinere Stadt ist nicht. Das müssen wir wohl. Aigos, ne? Aigos oder da oben im Dings? Das ist nicht ganz so groß. Oh. Allgemeine Regeln. Allgemeine Regeln. Guck mal, Rebellen. Allgemeine Regeln, Punkt 4. Allgemeine Regeln. Was? Allgemeine Regeln? Rebellen? Wo Rebellen? Und dann allgemeine Regeln. Rebellen und dann allgemeine Regeln. Punkt 4. Jeder.
Und guck dir Punkt 1 an. Hä? Und darauf guckst du dir Punkt 1 an. Oh, super. Tolle Wurst. Okay. Also das war keine gute Idee. Naja, dann fliegen wir in die Boutique. In die Herrenboutique. Und kaufen uns wieder normale Klamotten. Schade, dass mir die anderen Klamotten nicht in den Rucksack gesteckt haben. Oder ich hab's nicht in den Rucksack gesteckt. Das Ganze geht jetzt nicht auf. Okay, alles klar. Was denn? Das Inventar geht jetzt nicht auf bei mir. Nee. Hast du deinen in den Rucksack gesteckt, ja? Nee. Dann fliege ich oben nach Atira. Aber hier, was? Lande gerade wieder. Hier gibt's doch eine Boutique. Sehe ich gerade. An dich von Kaiser. Heli landen, sonst müssen wir sie dazu zwingen. Soll ich landen oder soll ich abhauen? Wer ist das? Kaiser. Oder K1SER. Das ist Polizei. Okay, jetzt bin ich Ärger. Lande mal. Was willst du machen jetzt? Oder willst du abhauen? Nö. Bin ich mal gespannt. Scheiße. Aber da steht nichts von Polizei. Steht nur Kaiser. Ist der Kaiser Polizist oder was? Ja. Kaiser mit 1, ne? Ja. Scheiße, wie kriege ich denn jetzt möglichst schnell mal Klamotte aus? Ich sehe hier gar keinen stehen. Auch nicht. Schmeiß jetzt einfach mal Klamotte weg. Was ist das Verbote? In die Unterhose zu. Keine Ahnung. Liege. Ich könnte hier abhauen. Zu tun, als ob ich liege. Ja, genau. Hau dich doch da über in den Schuppe da rein. Auf. Aber ich schließe vorher das Ding hier noch ab. Warte, ich steig noch aus. Aussteigen. Jetzt ab. Hau ab und schließ das Ding ab. Hast du abgeschlossen? Ja, und jetzt? Bist du in der Unterhose oder was? Ja. Inventory. Zack, zack, zack. Da ist doch gar keiner in der Nähe. Frag dir doch jetzt mal, was das ist jetzt. Ich gehe mir jetzt erst neue Klamotten kaufen. Ich bin ja gelandet. Landen Sie den Helikopter, sonst müssen wir Sie zwingen, hat er gesagt. Okay, da habe ich jetzt den Helikopter gelandet und jetzt laufe ich in die Herrenboutique. Ne? Du hast abgeschlossen. Ja, ja. Wo ist die her? Bleiben Sie sofort stehen. Der andere fällt, der gerade links abgehauen ist. Bleiben Sie sofort stehen. Achtung, irgendwo was ist ja, was? Ja, aber hallo? Was ist los? Keine... Sie sind kurzfristig festgenommen. Bitte? Ich bin festgenommen? Sie sind kurzfristig festgenommen, einen Augenblick. Ach so, okay. Warum? Warum bin ich denn festgenommen? Hallo? Ein Augenblick, wir werden sofort mit Ihnen reden. Ein Augenblick. Wir werden sofort mit Ihnen reden, sagt er. Einen Augenblick. Sind die nämlich her? Keine Ahnung, irgendwas hat er gesagt, ja, dass die da, weiß der Kuckuck, was machen wollen. Ich bin am Flitzen, ich weiß nicht, wo ich bin, ich laufe. Ja, der hält mir die Knarre vor und... Aber auch kein Taser-Waffe. Und jetzt tut er mich in den Raum reinführen. So. Jetzt wird etwa in Sicherheit gegeben. Aha. Steckt er mich hier in den Raum rein? Ja,
Super, weil wir so ein schöner Backe von den Häusern. Du bist jetzt behandelt wie ein Terrorist. Also, folgendes, was haben Sie hier in der Stadt zu suchen? Wie, was habe ich in der Stadt zu suchen? Ich war eben am Geldautomat und war beim Waffenhändler, weil ich mich wehren möchte. Weil mir der LKW, weil ich überfallen wurde. Ist das ein Verbrechen, oder? Nein. Wo ist der Kollege? Der ist in die Herrenboutique. Die haben uns das letzte Hemd geklaut. Hör doch auf. Ja, nein, es geht nicht darum, dass sie sich jetzt ausrüsten. Da habe ich ja nichts dagegen. Das ist alles legitim. Nur wir haben jetzt zurzeit eine Geiselnahme und das ist gerade ziemlich verdächtig, wenn sie hier mit dem Helikopter hovern und was mache ich? Ziemlich lange sich aufhalten. Ah ja, natürlich muss ich mich aufhalten. Schweben. Hey, hier, hallo, wir haben uns den Helikopter heute gekauft. Meinst du, ich kann das Ding von heute auf morgen perfekt fliegen, oder was? Sie müssen auch unsere Seite verstehen. Wir haben jetzt zurzeit eine Geiselnahme am Laufen und es ist auch ziemlich verdächtig. Ach so, ja gut, aber Kollege, ich habe damit nichts zu tun. Ich habe mit keiner Geiselnahme was zu tun. Ja, glaube ich Ihnen. Ich werde Sie jetzt auch wieder freilassen. Sie können jetzt weitermachen. Bitte holen Sie Ihren Kollegen und verlassen Sie bitte umgehend das Gelände. Ja, okay, machen wir. Die Geiselnahme gerade stattfindet. Ja, also, ich... Sie können mit V sich wieder entfernen. Und hier liegt außerdem noch eine Kleidung. Drücken Sie aber die V-Taste. Okay. So, schön. Sie können jetzt weitermachen. Bitte begeben Sie sich in Sicherheit. Alles klar. Ja, Herr Zerlix, die suchen einen, da gibt's eine Geiselnahme. Ich soll mich in Sicherheit begeben. Haben die was gesagt wegen den Klamotten? Nee, der hat gesagt, hier liegen auch noch Klamotten. Auf der Erde, der hat mich nämlich da hingeschoben. Aber komischerweise, jetzt liegen sie nicht mehr da. Ich glaube, jetzt hat er sie mitgenommen. Ja, und was hast du angehabt? Gar nichts, die Unterhose. Ich wollte ja gerade zur Herrenboutique, habe ich dir noch gesagt. Ich habe gesagt, ich wollte gerade zur Herrenboutique und wollte mich einkleiden. Okay, dann ziehe ich jetzt den Ding mal wieder aus. Und dann komme ich jetzt auch in die Stadt. Die wissen ja, dass du nicht allein warst, gell? Ja, genau. Wo ist Ihr Kollege? Da sage ich, der ist in die Herrenboutique. Wenn du mich jetzt fragst, wo ich herkomme, ja, ich habe mich hier verlaufen. Wo ist denn die Herrenboutique? Nee, du musst auf den zulaufen, musst dann... Officer, können Sie mir sagen, wo die Herrenboutique ist? Oh mein Gott. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das hier ja ein bisschen länger mit dir dauert. Ich setz mich mal an den Busch hier hinten, ne? Setz mich ein bisschen hier hin und warte. Setz in der Sonne und warte. Ja, ich bin hier mal einen halben Kilometer weggelaufen. Ich muss jetzt erstmal mit der Kompe. Ich könnte ja eigentlich auch einfach reinlaufen und sagen, hier, mir ist eiskalt, ich brauche jetzt was zum Anziehen und das Päckchen ist plötzlich weg. Haben Sie das mitgenommen? Scheiße. Nee, ich habe ihm gesagt, hier, ich war beim Waffenhändler, wir sind überfallen worden. Ich habe die Faxen dick. Ich werde mich jetzt wehren. Das sind Massarekönige. Hab ich doch gesagt. Ja, wenn die sich nicht drum kümmern können und den Scheiße hier. Ja. Ihr habt's nicht im Griff und ich muss drunter leiden. Das gibt's nicht, Freunde. Sowas kann nicht sein. Ich muss das Gesetz selbst in die Hand nehmen. Ja, ich muss jetzt das Gesetz selbst ein Stück weit in die Hand nehmen. Ne? Ne. Okay, 200 Meter noch bis zur Bötig. Über unseren Helikopter fliegt gerade ein Helikopter. Ob das was zu sagen hat? Ist das ein Polizeihelikopter? Keine Ahnung, ich habe das nicht genau erkennen können. Naja, ich sitze ein bisschen in der Sonne, da ist es ja sowieso besser, wenn man ein bisschen kurze Hosen anhat und T-Shirt und so.
Aber ich kann mir das so richtig gut vorstellen, wie so ein paar Polizisten durch die Stadt laufen und suchen Anhaltspunkte, wo ist hier was passiert. Ne? Und dann läuft einer die Straße runter und findet viermal Rebellenklamotten. Hey, die müssen zu viert sein. Zwei haben wir erwischt. Beziehungsweise einer ist noch auf der Flucht, beziehungsweise der eine ist es auch nicht, vielleicht ist es der andere. Laufen hier panisch durch die Stadt und Zerlix hat sich irgendwie eine halbe Meile aus der Stadt rausbewegt und sitzt da irgendwo unter einem Busch und hält Ruhe, wobei er jetzt wohl auf dem Weg ist zur Herrenboutique. Bitte Heli starten und aus der Stadt zurückziehen, es handelt sich um einen Einsatzort, danke. Bist du auf dem Weg? Ja, ich bin gerade neben dir. Der sich da wenigstens verpisst oder steht er jetzt da und wartet? Der wartet, der kontrolliert uns, der beobachtet uns. Und wir wissen, was wir tun, die Sau. Der hat uns so verdacht. Oh, was jetzt? Der hat ja auch sonst keine Schmerzen. Wo wollten wir denn hin? Keine Ahnung. Das fliegt erst mal, ich glaube, ich fahre einfach mal weg. Flieg erst mal weg. Mit das Ziel gleich. Wir sind immer noch verlassen, wie verlassen. Geht erstmal einen Kilometer weg. Ja, dann sind wir erstmal weggeflogen, aber es hat sich auch nichts mehr getan. Die haben sich nicht mehr gerührt. Der Helikopter wollte eigentlich nur da landen. Ich habe ihn den Parkplatz weggenommen, das war alles. Naja, gut. Wollten dann erst noch hoch nach Atira, haben aber dann beschlossen, komm, LKW. Wieso als LKW? Helikopter. Helikopter wegbringen, ab in die Garage. Ja, die Garage ist nicht am Flugfeld, da wo wir sie kaufen können, sondern ein bisschen weiter vorne. Ja, ja. Gut. Was haben wir gemacht? Wir sind beschuldigt worden, eine Geisel genommen zu haben. Wir? Ich? Hallo? Bei dir wird doch nett. Kann doch nicht sein. Naja, was soll ich sagen? Ich habe butterweich das Ding gelandet. Habt ihr das gesehen? Butterweich, aber da darfst du auch nicht schneller, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was passiert nach Rot. Ist es dann weg, das Fahrwerk, und wir können den einfach nicht mehr landen? Ihr müsst so auslocken, es geht nicht anders? Oder wie stellt ihr sich das vor? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Ist auch vielleicht gut so. Naja, Zerlix hat das Ding noch eingelagert fix und hat mir, oder gibt mir hoffentlich noch meine Klamotten, ja, die er mir mitgebracht hat. Mal sehen. Hier gebe ich noch was. Aber dies. Na, guck, liegt auf dem Boden. Ah, okay. Also, alles klar. Klamotten angezogen. Und, tja. Noch mal? Genau, synken. Synken ist eine gute Idee. Und dann würde ich sagen, das war der 13. Teil von Altis Live. War schön, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Und, naja, was soll ich sagen? Wir haben jetzt eine Waffe, Freunde. Wollen wir mal schauen, wie es weitergeht? Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut und fly safe.